So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Wie ihr seht, gab es gerade Bratwurst und Steak, Knoblauchsteaks und Jonas, weil die Frau Wöllner immer sagt, sie möchte doch mal den Jonas sehen. Es gab doch noch gar kein Video oder gar keine Aufnahme oder sonst was. Extra für die Frau Wöllner habe ich jetzt ein Jonas-Intro gedreht. Jetzt muss die Frau Wöllner nur noch dieses Video sehen. Ob sie das tut, werde ich sicherlich in den Kommentaren erfahren. Und was passt gut zum Grillen? Natürlich ein alkoholisches Getränk. Und da habe ich was entdeckt, wo ich schon wieder gar nicht verstehe, was es sein soll. Nämlich Mixery. Mixery heißt Blue und heißt Purple. Jetzt sieht das Mixery ganz normal aus. Das Blaue wie das, was man kennt. Also einfach Bier und Energy gemischt. Und deswegen Mixery Iced Blue. Das Ganze hat 5%. Jetzt weiß ich nicht, ob das schon immer 5% waren. Nehmen wir mal an, es war schon immer 5%. Mit Meerfruchtgeschmack. 71% Bier, 29% koffeinhaltiges Energy Drink mit Meerfruchtgeschmack. Ist das neu, ist das nicht neu? Hieß das schon immer Iced Blue? Oder hieß das einfach nur Mixery V? Das ist ja Feldins. Mixery V plus Energy, genau. Aber das habe ich wirklich noch nie gesehen. Und das ist nämlich Iced Purple in the Purple Edition. Auch mit 5,0%. Steht auch nochmal am Rand. Da steht Biermischgetränk, 71% Bier, 29% koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Heidelbeergeschmack. Erfrischungsgetränk, Energy Drink. Erfrischungsgetränk, Energy Drink. Beides aber Iced, Iced Blue, Iced Purple. Ich möchte jetzt beide probieren. Im Berliner Luftgläschen kurz mal nippen, dann beides zusammenschütten, immer auf die dicken Bierkrug und mir da einen reinziehen, denn ich habe Durst und die sind beide auch wirklich gerade frisch aus dem Kühlschrank. Das heißt, dann machen wir das Iced Blue auf. Oh mein Gott. Das wird jetzt sicherlich gelb sein, denke ich mal, oder? Ja, ist halt mit Energy, deswegen ist das gelb. Stellen wir es hier hin. Hat eine Schaumkrone, alles dabei. Sieht aus wie ein Mini-Bier in einem Mini-Glas. Schütten wir uns schnell rein. Iced Blue. Also schmeckt genau wie Mixery mit Energy. Schmeckt wie Veldins V plus Energy. Schmeckt wie jedes andere Bier-Mischgetränk mit Energy, deswegen die einen mögen es, die anderen finden es richtig abartig, weil es immer nach Erbrochenem riecht, als hätte jemand irgendwo in die Ecke gekotzt. Aber egal, wir haben ja noch Iced Purple und jetzt kommt die Sonne raus, deswegen müssen wir uns beeilen. Wieso habe ich jetzt das Glas hier hingestellt? Ich brauche doch immer noch das Kleine. Das ist bestimmt jetzt lila, weil es ist ja mit Heidelbeergeschmack, ein Softdrink. Nee, es ist. Was ist es denn? Doch, ich habe keine Ahnung, was es ist. Es sah ganz neutral aus, durchsichtig. Jetzt hat es hier trotz doch eine schwarze Note. Sieht aus wie ein Lakritzwasser, was wir uns gerade eingeschenkt haben. Die Sonne kommt auch gerade zurück. Ich muss sie mal abpassen, dass sie nicht so brennt. Deswegen beeilen wir uns. Zieht uns den Kleinen rein. Und wenn ihr denkt, dass Mixery, das Blaue, nicht schmeckt wie Göge, dann probiert bitte nicht das Iced Purple, das ist noch schlimmer. Jetzt kann ich die Leute verstehen, die das Blaue trinken, denn es geht noch schlimmer. Ich war nie so ein Fan von den Mixery-Dingern, von den Blauen. Das ist, wir haben dann richtiges Bier lieber getrunken. Die anderen haben sich immer ein Sixpack geholt und gesagt, ja, das kann ich besser trinken, das geht schneller runter und so. Das war für uns immer die kleinen Mädchengetränke, dieses Süßen und mit Energy, aber dass das Purple noch schlimmer ist als das Blaue, oh, das muss er erstmal hinkriegen. Jetzt füllen wir uns das beides hier ein. So. Bildet sich natürlich mega viel Schaum. Das werdet ihr jetzt wahrscheinlich auch gar nicht so sehen, diese schöne Farbvielfalt, die sich hier bildet. Wir können fürs Thumbnail aber nochmal das hochhalten. Habe ich jetzt schon 10 verschiedene Thumbnails gebastelt. Ich muss es nur mal rumdrehen, dass man das Bild auch sieht. So, Iced Blue, Iced Purple und ein ganzer Batzen voll Schaum. Ach, sieht eh wieder bescheuert aus. Wahrscheinlich muss ich jetzt mal einen Cut machen, bis sich der Schaum gelegt hat und wir das Getränk einfach haben.
Was ist das denn für eine Farbe? Guck dir das mal an. Das ist jetzt ein, im Prinzip das schwarze McDonald's-Glas. Nur mit einem leicht gelblichen Gesöff drin. Also das sieht auf jeden Fall sehr speziell aus. Wir schenken lieber nochmal nach. So, jetzt schenken wir hier aber auch nochmal nach. Das soll das gleiche sein in grün. Aber jetzt schenken wir hier drüben aber auch nochmal nach. Ihr seht nämlich gar nicht, was sich so lange hier unten bildet. Der Schaum muss weg. So sieht es jetzt aus, wenn der Schaum weg muss. Hört ihr das? Das klingt ja wie das Jakobus Beer Tasting. Sieht auch so ähnlich aus. This is a Kästner Production, wenn es dann hier runterläuft auf den Balkon und hier unten neben dem Fahrer seinen Füßen. Wo läuft denn das jetzt hin? Das habe ich ja noch nie gesehen. Da wusste ich gar nicht, dass es da lang geht. Das Bier zeigt uns einfach neue Wege. So. Der Nachbar unten wird gleich hochbrüllen hier. Was soll die Scheiße? Alles auf den Kopf bekommen. Aber solange da nichts ist, ist alles gut. Und jetzt guckt euch nochmal diese Farbe an. Die sieht wirklich mega speziell aus. Ich kann es euch nochmal gegen das Licht halten sogar. Dieses schwarze, komische Getränk. Keine Ahnung, was es darstellen soll. Das ist Iced Purple Blue von Mixery. Ich stelle euch wieder hin und sage, das war's von meiner Seite aus. Habt ihr das schon mal gesehen? Iced Purple, Iced Blue. Iced Blue kennt ihr, Iced Purple kennt ihr vielleicht jetzt auch. Braucht ihr nicht testen. Wer es getestet hat, schreibt mal rein, dass es euch super geschmeckt hat. Wenn ich weiß, wer keinen Geschmack mehr hat. Ansonsten würde ich sagen, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Schritte gehört, aber ich sehe nichts. Wenn hinter mir was aufgetaucht ist, schreibt es mir in die Kommentare. Peace out, Vorhaut.